Punkt starten wir jetzt bei unserer ersten thematischen Reise durch die Horrorszene. Fangen wir damit einfach mal an. Vorbereitung ist das halbe Leben. Oder wenn wir es ein bisschen jetzt auf unser Motto des Tages schieben, prepare the nightmare. Bevor wir jetzt tiefer in das Gruselkabinett der IT-Security einsteigen, lassen Sie mich bitte einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Timo Peters. Ich bin bei uns im Hause Solution Architect, bin seit 2004 im Unternehmen und im Bereich Consulting für Endpoint Management, Enterprise Service Management und Cybersecurity tätig. Und jetzt beginnen wir schon mal mit unserer Nightmare, mit unserem Albtraum. Und dafür musste ich ein bisschen auf die Suche gehen und hatte mir dann überlegt, was möchte ich Ihnen heute zeigen? Was nehme ich als Startpunkt? Und da fiel mir dann ein guter alter Film ein, den ich vor Urzeiten mal gesehen habe und dachte mir so, hey, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Der Film handelt davon, für diejenigen, die ihn nicht kennen, dass Freunde zusammen ihren Highschool-Abschluss feiern. Nach der Feier fahren sie betrunken nach Hause und auf einer einsamen Straße fahren sie einen Passanten an. Aber anstatt ihm zu helfen, entsorgen sie den Passanten einfach im Meer, um so ein bisschen auch den Unfall zu vertuschen. Ein Jahr lang passiert gar nichts. Doch dann kehren sie zurück, um ihren Sommerurlaub in ihrem Heimatort zu verbringen. Und dann nimmt das Grauen seinen Lauf. Also dieser knapp zweistündige Film, zusammengefasst auf ein paar Worte, ist eigentlich nur eine Sommerparty, Kids, die zu viel Alkohol konsumieren, ein tödlicher Fehler und die späte Rache eines geheimnisvollen Killers. Dabei ist jetzt Killer genau das entsprechende Startwort. Es gibt in der IT-Security ein Äquivalent dazu. Das nennt sich Cyber Kill Chain. Wenn wir also so einen kompletten Horrorfilm uns mal angucken, können wir es auch eigentlich sagen, man konnte schon immer IT-Security, egal ob es Dracula war in den 70er Jahren oder jetzt wie in meinem Beispiel, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Also schauen wir uns jetzt den Horror ein bisschen mehr aus der IT-Brille an. Gucken wir uns die Kill Chain an. Es gibt verschiedene Phasen der Kill Chain. Reconnaissance ist die erste. Gefolgt von der Weaponization, der Delivery, der Exploitation, der Installation, Command and Control und Actions on Objective. Wir werden im Verlauf der Reihe komplett durch diese ganze Killchain durchgehen und ich hoffe, ich kann Ihnen den ein oder anderen Wink geben, was man da beachten kann, wie man sich davor schützen kann, sofern es möglich ist, was man heutzutage tun kann, aber vor allen Dingen auch, was tut unsere Gegenseite. Heute wollen wir uns aber mit der Reconnaissance und der Weaponization beschäftigen. Das sind die ersten beiden Phasen eines Angriffes. Eigentlich eines jeden Angriffes. Wenn Sie jetzt sagen, das klingt aber alles extrem kriegerisch und schrecklich, haben Sie recht. Diese Cyber-Kill-Chain basiert auf der Kill-Chain, die man mal für ein amerikanisches Militär entwickelt hat. Na, für das amerikanische Militär. Wie man möglichst effizient einen Feind aufklärt, angreift und besiegt. Das Gleiche haben aber auch unsere Angreifer heute, unsere virtuellen, wirklich richtig durchgängig gelernt. Also gucken wir uns jetzt mal die Reconnaissance an. Reconnaissance bedeutet Ziele suchen, Aufklärung. Ich möchte wissen, wen greife ich an und wo greife ich an? Nein, wo kann ich angreifen? Und an der Stelle gibt es verschiedene Möglichkeiten der Informationsbeschaffung. Die erste habe ich jetzt schon mal eingeblendet, das ist die passive Informationsbeschaffung. Passiv deswegen, nicht weil der Angreifer sich zurücklehnt und einfach irgendwas machen lässt. Doch zum Teil schon, muss ich jetzt ehrlicherweise zugestehen. Aber hauptsächlich dessen wegen, weil ich als Angegriffener keine Chance habe, es mitzubekommen. Es wird nämlich Daten gesammelt. Auch toolbasiert. Aus diversen Quellen. Das Schlimme ist, die meisten davon sind einfach öffentlich verfügbar. Wie zum Beispiel Google.
Facebook, LinkedIn oder Xing. Suchen Sie mal bei sich, vielleicht wenn Sie einen Facebook-Account haben, einfach mal nach Ihren Kollegen. Was geben die an Informationen preis? Ich bin Prokurist der Geheimnisträger GmbH und ich bin für ein Rüstungsunternehmen der IT-Dienstleister. Ich mache bei denen alles von Infrastruktur, Verschlüsselung und ich bin der Hecht und außerdem darf ich auch noch selber entscheiden und bin unterschriftsberechtigt. Dass man sowas vielleicht nicht auf sein Facebook-Profil schreiben sollte, ich glaube, das leuchtet ein. Aber genauso auskunftsfreudig sind oftmals die normalen Firmenwebseiten. Was gut gemeint und serviceorientiert ist, ist manchmal auch aus IT-Sicherheitssicht kontraproduktiv. Ihr Ansprechpartner für Mietreklamation zum Beispiel ist der und der und ich bin für folgende Straße verantwortlich. Wunderbar. Oder Ihr Ansprechpartner im Amt für Bußgelder. Folgender Vorname, folgender Nachname, Durchwahl, Funktion und E-Mail-Adresse. Ich freue mich auf Ihre E-Mail. Und ganz gerne vergessen, aber mindestens genauso relevant, Stellenangebote. Die sind noch viel besser. Wo braucht das Unternehmen gerade Stellen? Vor allen Dingen aber steht dort drin, welche Kenntnisse benötige ich? Wenn wir uns eure klassische IT-Stellenausschreibung angucken, was steht denn da drin? Wir suchen einen Systemadministrator. Er sollte Kenntnisse haben in Virtualisierung mit VMware. Er sollte sich auskennen mit Lösungen von XY, Sophos, WatchGuard, BlackBerry, was auch immer. Switching wäre auch nicht schlecht. Aruba-Kenntnisse wären ganz nett. Was weiß ich denn jetzt schon über Ihr Netzwerk? Achso, Microsoft-Technologie natürlich auch noch genommen. Windows Server, Windows Endpoints. Von Windows 7 bis Windows 10 und ab Server 2016 bis 2019. Total super. Und Active Directory natürlich auch. Vielleicht auch noch Exchange und SAP. Die Informationen, die ich daraus bekomme, sind richtig Gold wert aus Sicht eines Angreifers. Ich weiß, welche Plattformen eingesetzt werden. Ich weiß aber auch, wo man vielleicht personell unterbesetzt ist. Aber ich kenne auch die Struktur. Ich kann jetzt gezielt nach Schwachstellen suchen. Aber vor allen Dingen kann ich damit auch meine passenden Angriffsziele ermitteln. Zum Beispiel aber auch durch öffentliche DNS-Einträge. Fragen Sie doch einfach mal DNS-technisch ab, was bei Sie im Internet bekannt ist. Portal.unternehmen.de. Klingt nach einer Portalseite. Schon mal sehr schön. Könnte zum Beispiel so ein Netscaler sein oder ein VPN-Gateway oder ein anderes SSL- oder HTML5-Gateway. Weil wir machen es unseren Usern ja einfach. Es sollen ja sprechende Namen sein. Aber genauso OWA, Outlook Web Access, wird es wahrscheinlich sein. EAS, Exchange Active Sync, EAS.unternehmen.de. Total super. Weiß ich auf jeden Fall, was da drüber läuft. Wahrscheinlich. VPN.unternehmen.de. Das wird ein VPN-Gateway dahinter sein. Damit habe ich doch schon mal verdammt viele Informationen. Ich weiß die IP-Adresse. Ich kann gucken, was für Systeme dahinter sich verbergen. Vielleicht. Auch in Kombination mit der Stellenausschreibung. Wenn da drin steht, Citrix NetScaler ist die Voraussetzung für diese Stelle, die ich gerade beschrieben habe, dann wird sich vielleicht hinter VPN ein NetScaler melden. Ich gehe einfach mal auf die Webseite drauf. Und ich sehe, es meldet sich NetScaler. Wunderbar. Aber genauso gibt es auch diese aktive Informationsbeschaffung. Und da kommen jetzt meine Tools mit ins Spiel. Und das ist jetzt das erste Mal, wo ich dann zum Beispiel Nmap mal nehme. Nmap ist ein tolles Tool, um offene Ports zu finden, also offene Kommunikationswege, Systeme, die antworten und mir dann auch manchmal verraten, was sie eigentlich sind. OpenVAS ist ein offener Schwachstellenscanner. Das heißt, ich kann einfach mal sagen, hier meldet sich ein System. Überprüfe mal, ob es gegen bekannte Schwachstellen verwundbar ist. Ist es vielleicht ein nicht gepatchter Exchange oder ein anderes nicht gepatchtes VPN-Gateway? Oder auch DNS-Map. Nur mal um drei Beispiele zu nennen. Der geneigte Zuhörer wird jetzt natürlich sagen, Moment, das darf ich doch gar nicht. Jetzt sage ich Ihnen aber, als Angreifer ist mir das wurscht. Ich schaue mir das an und ich nutze die Tools, die ich habe. Natürlich darf ich diese Tools, die sind im Übrigen frei verfügbar, für Angriffe gegen mich selber nutzen, aber nicht gegen Angriffe gegen Dritte.
Bitte beachten Sie das. Dieser Hinweis ist Gold wert, weil er schützt vom Gefängnis. Aber nichtsdestotrotz werden diese Angriffstools benutzt. Ja, sagen Sie, es muss ich ja noch installieren und konfigurieren. Naja, wenn ich ganz faul bin, gibt es sowas, nennt sich Kali Linux. Das ist eine fertige Distribution, eigentlich für Penetration-Tester. Aber dort befinden sich auch diese Tools zur Informationsbeschaffung schon fertig installiert und natürlich auch konfiguriert. Ganz oft. Ich kann sie einfach nutzen, aus der Tüte. Und genau das tun unsere Angreifer. Aber nicht nur mit solchen Plattformen, wo ich meine IP-Adresse finden kann. Nein, sie machen es auch aus Azure, AWS, Google Clouds. Damit habe ich natürlich eine IP-Adress-Range, dass es alles unauffällig ist. Ich bleibe unter dem Radar, unter der Erkennung. Und genau darum geht es. Unbekannt bleiben, unerkannt bleiben. Der nächste Punkt ist dann die Weaponization. Wir bereiten unseren Angriff vor. Jetzt haben wir die Kenntnisse von der Infrastruktur. Wir haben unsere Jugendlichen beobachtet. Die machen ihren Urlaub da, wahrscheinlich. Sie werden wahrscheinlich bei ihren Eltern wohnen. Sie werden wahrscheinlich sich wieder treffen in ihrer Lieblingskneipe oder am Strand oder sonst irgendwo. Also bereite ich jetzt meinen Angriff vor. Ich weiß, wo meine potenziellen Ziele sind. Ich kenne ihr Verhalten. Ich habe es beobachtet. Also geht es jetzt an die Bewaffnung. Klingt auch kriegerisch. Ist es auch. Aber das Fiese dabei ist, aus Verteidigersicht, der Angreifer hat die freie Wahl der Waffen. Er sucht sich aus, wie er mich angreift. Ich weiß es vorher nicht. Greift er mich am Strand an? Greift er mich zu Hause an? Im Schlafzimmer? Im Flur? Auf der Straße? Auf der verlassenen Straße? Nur mal, um auch wieder diese Route zu nehmen. Aber vor allen Dingen, wie macht er das jetzt technisch? Nachdem er uns beobachtet hat, ausgespäht, kann man auch dazu sagen. Naja, da gibt es Out-of-the-Box-Lösungen. Klingt drastisch, ist es auch. Es sind fertige Lösungen, fertige Angriffsbaukästen, die man einfach benutzen kann, um eine sogenannte Payload zum Beispiel zu erzeugen. Das kann zum Beispiel eine Malware sein, die auf das Zielunternehmen zugeschnitten ist. Das Ganze gibt es aber auch natürlich dann in Kombination mit einem eigenen Botnetz. Das heißt, ich baue ein Botnetz auf, das sind so entsprechend viele Systeme im Internet zum Beispiel, um unterschiedliche Angriffsmethoden zu machen. Auch ein DOS-Angriff, ein Denial-of-Service-Angriff kann auch zielführend sein. Aber wenn mir das so kompliziert ist, ich kann das auch einfach mieten, ein Botnetz. Güteklasse und Anzahl der Endpoints oder der infizierten Bots ist dabei einfach nur die Kenngröße, für die ich bezahlen muss. Wenn mir das nicht langt, Cloud-Modelle kennen wir ja, pay as you go, dann steigere ich einfach meine benötigten Clients und zahle ein bisschen mehr und habe eine entsprechend höhere Wucht. Aber auch die Angriffsservices kann ich buchen. Wir reden von Cybercrime as a Service. Das heißt, ich brauche mich gar nicht mehr darum kümmern, meine eigene Infrastruktur aufzubauen. Emotet war in den letzten Jahren, nur mal so als ein Beispiel, der beherrschende Player am Markt. Wirklich am Markt. Und mittlerweile haben wir dort Marketing, Knowledge Sharing. Das heißt, wir haben mittlerweile Unternehmensstrukturen im Darknet. Die arbeiten zusammen und bieten sich dann die Services gegenseitig an. Einer macht Marketing, der andere macht Vertrieb, der nächste macht tatsächlich die technische Durchführung. Sagen Sie, kennen Sie? Ja, so sieht ein klassisches deutsches Unternehmen aus. Aber was natürlich auch geht, ist der Kauf von sogenannten Zero-Day-Exploits. Also Schwachstellen, Lücken in Software, die noch gar nicht bekannt sind. Ganz schlimm, ganz schwer und zum Teil wird dafür richtig viel Geld bezahlt. Jetzt sagen Sie, naja, solche Schwachstelle kommt ja selten vor. Nein, die Vergangenheit hat gerade gezeigt, die jüngste Vergangenheit vor allem, dass es unsere Kernsysteme sind, wie ein Exchange, wie auch eine Microsoft Cloud, dass es mal Lücken gibt, die geschlossen werden müssen. Das ist ganz normal bei Software. Wo Software programmiert wird, passieren Fehler. Das wird immer so sein. Schlimm ist nur, wenn die Fehler sich in einer Kette reinmachen. Print Nightmare als Beispiel beschäftigt uns bis heute mit den Folgen. Microsoft bringt einen Patch raus, um das Problem zu lösen, löst es nicht. Nächster Patch löst das Problem, schafft aber andere. Der nächste Patch danach löst genau das gleiche Problem, was wir jetzt vorher hatten,
schafft aber zwei weitere und so weiter und so fort. Wir haben gerade ganz massive Probleme. Und auch wenn es jetzt nach Microsoft-Bashing klingt, das soll es bitte nicht sein. Microsoft macht auch verdammt viel richtig. Aber sie sind halt die verbreiteste Infrastrukturplattform, die wir haben. Jedenfalls innerhalb von Unternehmen. Jetzt können wir auf die Idee kommen und sagen, dann nehme ich Linux. Aber da sieht es genauso aus. Linux ist auch verdammt verbreitet. Schauen Sie sich nur mal auf Ihren Schreibtisch an, Ihre Handys. Wenn Sie nicht gerade ein iOS haben, sondern Android, ist das quasi Linux. Nein, nicht ganz. Auch iOS, wie das macOS auch, basieren auf einer Linux-Distribution. Das heißt, wir haben an der Stelle immer mit Zero-Day-Exploits zu tun. Und es wird immer welche geben. Und je mehr Geld sich damit verdienen lässt, umso mehr wird der Fokus auch dahin rücken. Das heißt, wenn wir uns das angucken, das Thema Reconnaissance und Weaponization, haben wir zwei Punkte einer Cyber-Kill-Chain jetzt schon einfach mal durch. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich mich davor schützen? Dazu lassen Sie einmal kurz rückblicken gucken, wie und was bedeutet das eigentlich? Reconnaissance nutzt legitime Kanäle und ganz oft öffentlich verfügbare Informationen über Unternehmen oder Opfer. Mein Beispiel Facebook, Xing, LinkedIn, aber auch alle anderen möglichen Plattformen. Stay Friends und was sich noch so Schönes alles gibt oder auch Instagram. Ne? Also ich bin Prokurist vom Unternehmen und ich mache vielleicht noch Fliegen, Fischen an der Elbe. Finde ich ganz toll. Jetzt weiß ich, wie ich da rankommen kann. Deine Interessen. Jetzt suche ich die passende Waffe. Und was schützt denn dagegen? Nur kontinuierliche Fortbildung. Man muss state of the art bleiben. Man muss sich überlegen, was gibt es Neues? Man muss immer am Ball bleiben. Und jetzt kann man auch schon sagen, was schützt gegen Reconnaissance? Eigentlich gar nichts. Außer, dass ich vielleicht das Gebot der Informationssparsamkeit anwende. Muss ich alle Informationen von mir weltweit verfügbar haben? Langt es vielleicht auch, dass ich sage bei Facebook, ich bin da privat. Business-Netzwerke sind ein bisschen was anderes. Aber muss ich da reinschreiben, dass ich in Urlaub fahre? Muss ich reinschreiben, meine Firma hat den großen Deal gemacht? Oder ich habe den großen Deal gemacht? Oder, oh mein Gott, noch mehr Arbeit. Wir gehen unter, wir brauchen neues Personal. Selbst wenn noch keine Stellenausschreibung draußen ist. Man muss die Mitarbeiter damit ins Boot holen. Weil die stehen am Anfang. Und so doof es klingt, für Reconnaissance sind alle Unternehmen vollkommen verwundbar. Eine Möglichkeit wäre Verteiler, die sind nicht so ganz relevant. Denkt man. Bewerbung@, ja super. Bewerbung@kunde.de. Was Besseres gibt es doch gar nicht. Da steckt wahrscheinlich nicht nur einer hinter, sondern mehrere. Irgendeiner wird vielleicht auf meine Waffe klicken, wenn ich in Richtung Delivery denke. Also Delivery zustellen meiner Waffe. Und genau das macht das Thema IT-Security so schwer. Der eigentliche Angriff, um den es geht, unser Initiator, beginnt mit dem Beobachten. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ein Jahr ist vergangen. Wir wissen, wie unsere Opfer aussehen. Wir wissen, wo sie wohnen. Wir wissen, wie sie sich verhalten. Wir wissen, wer ihre Freunde sind. Wir wissen, was sie tun werden. Wir wissen vielleicht sogar auch, wie sie reagieren können. Einer ist besonders sportlich, einer nicht. Naja, der Sportliche wird vielleicht über den Zaun hüpfen können, der Nicht-Sportliche wahrscheinlich eher nicht. Und das macht das Ganze so schwer. Deswegen, Reconnaissance und Weaponization finden im Verborgenen statt. Damit ist für uns eine Abwehr und Erkennung quasi nicht möglich, weil wir zum Teil gar nicht Informationen haben. Unsere eigene Webseite wird gehostet. Haben Sie die Logs? Wissen Sie, wer darauf zugreifen kann? Wissen Sie das? Können Sie es sehen? Gibt Ihnen Ihr Mitarbeiter oder Ihr Dienstleister das? Stellt Ihnen das zur Verfügung? Meistens nicht. Jetzt an der Stelle ist aus IT-Sicherheitssicht ganz, ganz dunkel. Wir können nur aufpassen. Und jetzt an der Stelle habe ich noch die Möglichkeit für Fragen und Antworten vorgesehen. Hoffe,
Sie haben ein paar. Ich schaue mal ein bisschen rein, aber ich habe keine Fragen. Jedenfalls, Sie haben keine Fragen. Aber ich hoffe, Ihnen hat dieser Start schon ein bisschen gefallen. Ich hoffe, Sie haben sich ein kleines bisschen gegruselt, zumindest bei der Anfangsmusik. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ein kleiner Einblick in die dunkle Seite des Grauens der IT-Sicherheit. Und bleiben Sie gesund. Jedenfalls, auf jeden Fall bis morgen. Und bis dahin, erstmal tschüss.